Hallo, ich sehe wieder so aus. Ich habe gesagt, ich werde mehrere Videos drehen. Ich habe gerade ein Rossmann-Haul gedreht und es geht weiter mit Mischmasch, Internet, YouTube, TK Maxx, Internet, YouTube, nee, auf YouTube habe ich nichts gekauft. Auf YouTube poste meine Videos. Amazon, Müller, TK Maxx und so weiter und so fort. Also, los geht's. Ich war bei Müller und habe mir die neue, glaube ich, Himbeer- und Zitronengrasflüssigseife und Orange- und Ingwercreme-Seife. Ich finde von allen Drogerien, dass Müller die besten Seifen hat. Ja, die sind am meisten also intensiv. Ich mag, wenn ich meine Hände wasche, dass auch, dass ich etwas davon rieche. Und deswegen dürfen die zwei mit. Ich habe die noch nie gehabt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Was habe ich noch von Müller? Ich habe von meinen Arbeitskolleginnen einen Gutschein bekommen. Von Müller. Also bei Müller. Von Müller. Und dann dürfen ein paar Sachen mit. Und zwar, ich habe mir diesen Guess Dare Parfum geholt. Der war reduziert statt 25 Euro auf 12 Euro, 30 Milliliter. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe noch nie was von Guess gehabt. Ich wollte eigentlich mehrere Sachen kaufen. Ich wollte eine Foundation von Lancôme probieren. Die waren über 40 Euro. Ich habe gesagt, Dann, ich wollte vielleicht die Estée Lauder Double Coverage Foundation. Die war auch über 40 Euro. Also online findet die man für 38 Euro oder so. Hier waren die über 40 Euro. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kaufst du dir diese Lancôme La Vie Belle, was ich liebe. Ich liebe diesen Duft. Ey, die waren auch, also irgendwie, ich weiß es nicht, war ich nicht mehr bei Müller, aber die Preise waren mit ungefähr 5, 6 Euro teurer. Und ich habe gesagt, ey, weißt du was? Nein. Ne? Und dann habe ich gestöbert bei den Sachen, die aus dem Sortiment gehen oder reduziert sind. Und dann habe ich mir dieses Parfum gekauft. Sieht sehr schön aus. Und ich habe auch im Internet geguckt, tatsächlich, der kostet um die zwischen 28 und 32 Euro. Hab gedacht, okay, gut, gut gemacht. Ja, und es ist ein aquatischer Duft, frischer Duft. Der würde meiner Meinung nach, also jetzt perfekt im Frühling passen. Und Sommer, also wenn es warm ist, ja, sehr schöner Duft. Kann ich empfehlen, wenn ihr das noch irgendwo findet. 12 Euro, mein Gott, 12 Euro kosten die Christina Aguilera und so, ne, Parfums. Ich wollte tatsächlich auch von Rihanna, weil ich habe nur Gutes über diese Rihanna Parfums gehört. Müller hat keine, also zumindest mein Müller hat nichts mehr davon gehabt. Deswegen, das ist von meinem Gutschein. Dazu muss ich ehrlich sagen, ich habe noch 2 Euro, glaube ich, in diese Kassenzettel-Rabatt-Dinge unten, was man kriegt. Und ich habe noch 10% Rabattcoupon von Rossmann im Müller eingelöst. Deswegen für alles, was ich gekauft habe, musste ich noch 4 Euro, glaube ich, zahlen. So, dann machen wir weiter. Ich habe mir die Fit Me Luminous Smooth Strahlend Ebenmäßig Normal to Dry Foundation in die Farbe 110 geholt. Die Fit Me Pore Refining oder so mit Grün hier, die habe ich schon mal getestet und die sah echt scheiße bei mir aus. Ich habe mir gedacht, das ist Luminous and Smooth, vielleicht ist das anders. Ich habe noch genug Foundations hier, aber ich habe mir gedacht, okay, gönn dir was. Ja, gönn dir. Das ist eigentlich ein Produkt, den ich mir fast täglich kaufen könnte. Also, ne, ist nicht mega teuer. Aber ich wusste nicht, was ich mir da aus diesem Gutschein kaufen soll, weil alles, was ich so Interesse gehabt habe, war viel zu teuer. Deswegen dürfte das mit. Ich lasse es noch so versiegelt. Ich öffne meistens die Foundations, die ich weiß, dass ich in den nächsten paar Monaten aufbrauchen werde. Der bleibt noch auf die Seite. Dann, weil das bei Müller nicht gibt. Ich weiß nicht, ob der bei Ross, bei, nicht bei Müller,
was rede ich hier? Weil ich habe den bei uns in Rossmann, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Es kann sein, dass der bei DM ist. Master Prime, Illuminator Primer mit Micro Pearls. Ja, den habe ich mir geholt. Highlighting Primer. Ich mag alles, was so glowy ist und ja, deswegen dürfte der mit. Aus diesem Grund, weil ich ihn beim Rossmann nicht gesehen habe. Weil sonst hätte ich mir beim Rossmann gekauft, wenn da 30% auf alles gibt. Und dann dürfte noch ein Nagellack-Entferner, Hibiskus ohne Aceton. Ja, weil ich künstliche Nägel, nicht künstliche. Die sind nicht künstlich, die sind echt. Mit einer Schicht, mehrere Schichten Gel. Und ja, ist gut so. Von Summerfood habe ich noch eine Maske bekommen. Ihr kennt das schon, ihr kennt mein Video. Wer meine E-Mail-Adresse schreibt, bekomme ich dann noch eine Maske geschenkt. Na? Also überzeuge deine Freunde von Summerfood. Deine Freunde geben deine E-Mail-Adresse bei ihrer Bestellung im Notizfeld an. Wir kontaktieren dich und senden dir für jede geworbene Freundin eine kostenlose Fußmaske zu. Ich habe noch 20% für euch als Code Elisa 20. Ja, wer natürlich das mag, ich habe auch ein Video dazu. Alles ist im Infobox verlinkt. Ja, ich bin sehr gespannt. Meine Schwiegermutter hat schon die zweite Maske bekommen und ich werde das auch jetzt demnächst wieder machen. Ich habe mir, seit ich das getestet habe, ich habe mir meine Füße nicht mehr eingecremt, weil ich zufrieden war mit dem Ergebnis und habe gesagt, oh Gott, Entschuldigung, ich habe gesagt, komm, schauen wir mal, wie lange es dauert. Jetzt wäre fällig, aber ich kann das noch nicht testen, weil ich habe mich gestochen. Ich weiß nicht, was das war, aber das sah sehr eklig aus und es war so ein Teil von diesem Holz oder was da gar war noch in meine Haut rein und aber richtig, richtig, es hat richtig weh getan. Also ich könnte auf meine Ferse ein paar Tage fast nicht laufen. Das musste es da rausholen und so weiter und so fort. Und deswegen, weil ich da eine relativ offene Wunde habe, ich teste es noch nicht. Aber teste. Ich muss das nicht testen, ich habe schon mal. Aber demnächst. Ich habe mir auf Amazon eine Palette geholt. Die Gafo 18 Color Eyeshadow Kit. So sieht die aus. Ja, die war um die 5, 6 Euro. Ich zeige euch gleich, wenn ich die rausholen. Okay. So schaut sie aus. Natürlich made in China, aber diese Farben, Leute, also kein Spiegel. Ah. Und hier haben wir Glitzer. Ich fand die Farben sehr schön und diese lila Töne, ja, ich fand die echt cool. Ich habe mich noch nicht damit geschminkt. Ich habe nur ein paar Farben geswatcht, was ich auch jetzt machen würde. Eins, zwei, machen wir auch was Mattes. Drei und nehmen wir das auch. La! Ich habe hier Swatches von mein letztes Video. Mach mal so. Eins, zwei, drei, vier. Also, ich finde die Palette sehr gut pigmentiert, muss ich ehrlich sagen. Für den Preis, ich werde noch mal schauen. Ich habe die Palette gesucht und nicht mehr gefunden. Also durch meinen Kauf. Ich wollte noch mal reinklicken und da stand Artikel nicht mehr verfügbar. Ich werde schauen, ob ich die bei jemand anderen, einem anderen Anbieter finden kann. Ach, schau mal, das ist so ein Duochrom, Rosa und Gold. Und der Glitzer, ne, muss man auch swatchen. Wie machen wir das? So. Ja. Ich weiß nicht, ob man dafür noch einen Glitterglue braucht oder nicht. Ich benutze sowieso nicht viel Glitzer, aber finde ich doch schön. Ja. Diese Palette, also ich habe es noch nicht getestet, aber so von Swatches und
Ich kann es empfehlen. Warm, natürlich warme Töne, die sind ein bisschen pudrig, weil was erwartet man für so viel Geld? Talg und Mica, ne? Also Talg ist das billigste, das macht die Lidschatten so pudrig und Mica ist das teuerste von Inhaltsstoffen. Aber gut. Dann auch bei Amazon, ich werde es euch auch verlinken. Ich habe mir Sheet Masks geholt. Ja, das gab so ein Set. Ich habe auch dort einen Gutschein gehabt für 26 Euro. Deswegen dürfte die Palette und diese Sheet Masks bei mir einziehen. Und ich habe noch eine Kleinigkeit für meinen Sohn gekauft. Also, wir haben hier die Marke Pure Nature Mask. Das ist eine koreanische Marke, Made in Korea, genau. Steht auch auf Englisch drauf, Apply Toner, also Gesicht muss man tonen, reinigen, Toner, remove mask from packet and place on the face evenly, ja, also normal. Man muss die für 15-20 Minuten lassen und alles, was übrig bleibt, muss man einreiben, also ins Gesicht rein. Okay, und im Set sind enthalten Aloe Vera, Stem Cell, dafür bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Pomegranate, ja, das kennen wir. Das ist mega gut. Kollagen. Oder Kollagen. Ja, das ist auch sehr interessant. Tea Tree. Also Pickel und so. Olive. Sehr pflegend soll sein. White Pearl. Das finde ich auch sehr interessant. Dann Sweet Honey. Red Ginseng. Und Potato, also Kartoffel. Ich glaube, die haben um die 1 Euro oder sogar weniger pro Maske gekostet. Also dieses Set gab es für 10 Euro oder so oder 9 Euro etwas. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es euch in die Infobox verlinken. Jetzt habe ich genug Sheetmasks dabei. Dann war ich gestern bei TK Maxx. Und für mich persönlich habe ich nicht viel gekauft, für meinen Kleiner mehr. Aber ich habe zwei Sachen gefunden und ich habe gesagt, nee, die müssen mit. Erstmal habe ich die Stila Aqua Glow Serum Foundation gefunden in die Farbe Fair. Und ich war, weil normalerweise finde ich immer nur Deep oder Medium Dark oder so. Also was ich überhaupt nicht benutzen kann. Und ich habe es für 6 Euro gefunden. Ich habe es schon getestet, also auf dem Handrücken. Die Verpackung sieht sehr, 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 sehr geil aus. Und es ist sehr flüssig. Man muss es so drehen und dann auf den Knopf drücken. Man nimmt dann Produkt und holt es raus und so weiter und so fort. Es ist relativ flüssig. Es ist eine leicht bis Medium Coverage-Deckkraft. Bin sehr gespannt und ich habe es gegoogelt und tatsächlich diese Foundation kostet über 35 Euro, glaube ich. Ja, also auf gar keinen Fall 6 Euro. Deswegen, boah, es waren bei uns nur drei, Fair, Medium und Deep oder so. Und die eine habe ich mir geholt. Gab es auch Concealer, aber da stand die Farbe nicht drauf. Und ja. Und dann habe ich das hier noch gefunden von Physicians Formula. Ein Bronzer, der hat nur 5 Euro gekostet. Und wir wissen schon, die normale Physicians Formula Bronzer gibt es bei uns in Douglas zum Beispiel, glaube ich, 12, 13 Euro. Ich weiß nicht mehr, was die kosten, aber die sind relativ teuer. Also auf gar keinen Fall 5 Euro. Deswegen muss man immer seine Augen aufmachen, wenn man beim TK Maxx ist. Hier sind 9 Gramm Cashmere Wear Light Bronzer. Also die Farbe ist light. Schau mal die Verpackung. Ah, finde ich so süß. Und das ist der Bronzer. Geh mal rein. Der riecht nach. Nee, der riecht nicht. Der andere, der Kokosnuss, wie heißt das? Der Murumuru Bronzer riecht nach Kokosnuss. Der riecht nicht. Und das ist die Farbe. Wo zeige ich euch, dass ihr auch was erkennen könnt? Da. Ja, die Farbe gefällt mir total. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt, aber ja, das ist ein
wie soll ich das sagen? Das ist so, ja, es ist wieder Moromoro Bronzer, bisschen wärmer, aber nicht mega warm. Und die Verpackung, mega. Und hier hinten gibt es auch ein Spiegel. Und ja, ich filme mit meinem Handy und ein Pinsel. Ja, was ich nicht benutzen werde, aber geil. Für 6 Euro, also Drogeriepreis, kann man nichts meckern. Und ich bin sehr, 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 sehr froh gewesen. Vor allem, das war zugeschweißt. Also keiner war mit den Fingern drinnen, weil wir wissen schon, ich hasse es. Ich verstehe auch, die können keine Testers da hinlegen und alle gehen mit den Fingern rein und dann ekelst du dich und kannst nichts kaufen. Es war auch der einzige. Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Sonst, was haben wir noch gekauft? Nee, nur für meinen Sohn eine Pyjama für 7 Euro, was mega, mega cool war. So, das war's. Ich habe noch Sachen. Ich habe noch bei Rossmann Make-up Revolution Produkte gekauft, aber da fehlt mir noch was und deswegen wird das Video ein bisschen später kommen, wenn ich alles dabei habe. Und ja, das war's mit meinem Video. Wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!